Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Heute wird es richtig frühlingshaft, ja österlich, denn ich zeige euch, wie ihr diese tollen XXL-Ostereier machen könnt. Und nein, die sind nicht aus Gipsbinden, sondern aus einem Material, was jeder von euch garantiert zu Hause hat. Und die Technik, die dahinter steckt, ist so simpel, dass ich zuerst fast nicht glauben konnte, dass das funktioniert, aber ich habe es ausprobiert und es klappt wirklich einwandfrei. Und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie ich diese Eier gemacht habe. Und am Ende zeige ich euch dann noch, wie ihr diese ganz einfach farblich gestalten und schön dekorieren könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Und hier seht ihr auch schon den ganzen Zauber. Was ihr braucht, ist Toilettenpapier und Wasser. Dieses Wasser habe ich jetzt schon mal in so eine Sprühflasche gefüllt, die braucht ihr nicht unbedingt. Ihr könnt das Wasser auch mit der Hand auftragen. So geht es aber wesentlich einfacher und da war Kühlschrankreinigungsmittel drin. Also schaut einfach mal, ob ihr sowas im Haushalt findet oder vielleicht von Haarpflegeprodukten. Oft hat man das schon zu Hause und denkt gar nicht dran. Dann braucht ihr Luftballons. Je nachdem, wie groß ihr euer Ei haben wollt, normale Luftballons oder hier diese Wasserbomben. Und was ich jedes Mal empfehle, wenn ich mit Luftballons arbeite, ist eine Luftballonpumpe. Da könnt ihr euch echt viel Puste sparen. Ich habe die jetzt schon 20 Jahre lang, also das ist eine absolute Empfehlung. Und dann noch eine Unterlage, die wasserdicht ist, damit euer Tisch geschützt ist. Zuerst reiße ich mir jetzt die einzelnen Blättchen von meiner Rolle ab. Für ein Ei in der Größe, dieses hier hat so eine Höhe von ca. 20 cm, braucht ihr mindestens eine Dreiviertelrolle. Den Ballon blase ich jetzt bis zur gewünschten Größe auf und dann verschließe ich ihn mit einem Knoten. Die einzelnen Blättchen lege ich jetzt auf meinen Ballon, sprühe sie mit Wasser ein und drücke das Ganze gut fest. Und arbeitet immer mit genügend Wasser und Druck, nur so verbinden sich die Schichten optimal miteinander. Und hier oben arbeite ich so weit wie es geht bis an die Öffnung heran, damit das Loch, das nachher bleibt, so klein wie möglich ist. So mache ich jetzt weiter, bis ich alle Blättchen aufgebraucht habe. Und dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich überall ungefähr gleich viele Schichten Papier aufbringe. Nur so wird das Ei dann auch überall gleich dick und eben auch an allen Stellen richtig schön stabil. Und achtet beim Arbeiten unbedingt darauf, dass ihr das Ei nicht ablegt und dreht, sonst reißt ihr an der Stelle die Schichten kaputt. Bei kleineren Ballons wie diesen Wasserbomben halbiere ich mir die Papiere, dann legen die sich einfach schöner um diesen runden Ballon. So, ich bin fertig mit dem Aufbringen meines Papiers und jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Varianten, das Ei farblich zu gestalten. Und zwei Varianten zeige ich euch jetzt gleich, denn dafür soll diese Papierschicht noch feucht sein. Für die erste Gestaltungsidee braucht ihr schöne Servietten und euer Wasser. Und wie bei der Serviettentechnik löse ich jetzt von der Serviette die oberste Schicht ab. Und aus dieser obersten Schicht könnt ihr euch jetzt kleine Stücke reißen oder mit der Schere schneiden. Und diese Serviettenstückchen bringe ich jetzt genauso auf wie vorhin mein Toilettenpapier. Und so lege ich dieses Ei jetzt auf mein Gefäß zum Trocknen. Für die zweite Gestaltungsvariante, bei der das Ei noch feucht sein sollte, braucht ihr Wasserfarben. Mit dem Pinsel nehme ich Farbe auf und tupfe davon ein bisschen auf das Ei auf. Und mit meinem Wasser verdünne ich das Ganze noch ein bisschen. Und damit ich beim Anfassen die Farben jetzt nicht miteinander verwische, lege ich das Ei vorsichtig auf ein Gefäß zum Trocknen. Für alle weiteren Gestaltungsmöglichkeiten müsst ihr das Ei jetzt komplett durchtrocknen lassen. Das dauert je nach Schichtdicke und Umgebungstemperatur 1 bis 2 Tage. Und dafür stelle ich das Ei auf ein Gefäß. Damit sich dieser Rand aber nicht im Papier abdrückt, polstere ich dieses noch mit einem Tuch ab. Und während dem Trockenvorgang wende ich das Ei immer wieder mal. 1,5 Tage sind um und die Eier sind richtig gut durchgetrocknet und ausgehärtet. Das hört man auch, wenn man draufklopft. Wenn die so hohl klingen, ist der ideale Zeitpunkt, um die Luft aus den Ballons zu lassen. Dafür werde ich jetzt gleich diesen Zipfel oben abschneiden. Und dann zeige ich euch noch ein paar tolle Möglichkeiten, wie ihr diese Eier weiter gestalten und dekorieren könnt.
Die erste und einfachste Variante ist die, dass ihr das Ei ganz lasst, zwei, drei in einem Fenster aufhängt oder an einen schönen Ast. Und dafür könnt ihr euch aus einem Schaschlikspieß und einer Schnur ganz einfach eine Aufhängung basteln. Diese schiebt ihr dann oben ins Loch und schon könnt ihr das Ei aufhängen. Für die nächste Variante schneide ich mir hier vorne in das Ei eine Öffnung. Dafür verwende ich diese Vorlage. Diese und zwei weitere Größen könnt ihr euch auf meiner Homepage herunterladen und ausdrucken lassen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze natürlich auch per Augenmaß machen. Seid ihr da aber einmal krumm geworden, habt zu viel rausgeschnitten, dann lässt sich das nur noch schwer oder gar nicht mehr korrigieren. Deshalb gehe ich auf Nummer sicher und übertrage diese Vorlage jetzt zuerst mal auf mein Ei. Für den nächsten Schritt ist es echt wichtig, dass ihr eine ganz spitze und scharfe Schere habt. Denn damit steche ich jetzt an einer Stelle ein und schneide an der Markierung entlang. Und sind die Schichten richtig dick geworden, könnt ihr auch mit einem Cuttermesser nochmal nachhelfen. Das Ausschneiden hat super geklappt, nur habe ich jetzt gemerkt, dass sich an manchen Stellen die Serviette wieder ein bisschen löst. Die hat einfach eine andere Materialeigenschaft wie dieses Toilettenpapier. Und deshalb werde ich sie jetzt mit Pinsel und ein bisschen Serviettenkleber glatt streichen und festkleben. Und eine Technik darf man natürlich nicht vergessen, das ist die Serviettentechnik. Es gibt ja so zauberhafte Motive, mit denen man die Eier dann verzieren kann. Ich habe mir jetzt zum Beispiel diese süßen Häschen ausgesucht. Für die Variante, dass das Ei aussieht wie so eine aufgebrochene Eierschale, habe ich den Ballon nur zu zwei Dritteln beklebt. Den Rest kann man sich da ja sparen. Und auch hier zeichne ich mir den gezackten Rand zuerst mal grob mit Bleistift vor und dann schneide ich den mit meiner scharfen, spitzen Schere aus. Natürlich könnt ihr das Ei jetzt auch noch farbig gestalten, indem ihr es von innen oder von außen anmalt oder ansprüht. Dabei ist es aber wichtig, dass ihr keine Wasserfarbe verwendet. Die würde diese Papierschichten wieder anlösen und dann könnte sich das Ei verformen. Verwendet stattdessen Acryllack-Spray oder Acrylfarbe. Wie ihr dieses Ei jetzt befüllt, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Im Intro habt ihr ja ein paar Beispiele gesehen. Wenn ihr mit Naturmaterial und Blümchen arbeitet, dann achtet darauf, dass der Blumentopf nochmal in eine Plastikfolie gehüllt ist, damit das Ei von innen nicht feucht wird. Oder ganz einfach, ihr versiegelt das Ei von innen mit einem Klarlackspray. Ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Die Technik ist wirklich simpel und das fertige Ei lässt anschließend so viel Spielraum für eure Kreativität, wie ihr es farblich gestalten oder dekorieren wollt. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr das Ganze nachmacht. Ist auch eine tolle Bastelidee für oder mit Kindern. Und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, ob euch die Technik schon bekannt war und woher. Das würde mich echt mal interessieren, denn für mich war sie ganz neu. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Werkeln, beim Kreativsein und freue mich schon aufs nächste Mal und sag für heute Ciao! Wenn euch diese DIY-Idee und das Video gefallen hat und ihr wollt kein weiteres mehr verpassen, dann dürft ihr diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Das könnt ihr hier unten tun. Und denkt dabei unbedingt dran, die Glocke zu aktivieren. Nur dann bekommt ihr ja immer Bescheid, wenn es auf meinem Kanal was Neues gibt. Hier links gibt es noch zwei andere tolle DIY-Ideen. Und über einen Besuch auf meiner Homepage, auf Facebook, Pinterest oder Instagram freue ich mich immer riesig.